Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist der allerletzte Tag vom Halloween-Event, der 1. November. Gestern gab es ja ein kleines Halloween-Special, gestern auch Raid am Mittwoch, wieder mal verschoben. Trotzdem, wir wollen heute mal auf das Halloween-Event gucken, die Ausbeute, was gab es alles im Halloween-Event, wie viele Dark-Raids haben wir gemacht, was ist das beste Dark-Raid, was wir bekommen haben, wie viele gemacht und auch gefangen vor allem, was ist da die Statistik. Zuallererst möchte ich euch aber mal was ganz anderes zeigen, dazu gehen wir mal hier auf die Pokémon, geben mal Verteidiger ein. Verteidiger her, eher. Und dann zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 Pokémon in Arenen. Ganz leicht, habt das natürlich gehabt, wenn ihr oben, da steht ja direkt schon eine 20. Dort 20 Verteidiger, da müsst ihr nicht mal einzeln zählen. Ist ja auch neu. Und das ist das Maximum, was ihr natürlich Arenen zuweisen könnt. Habt ihr schon mal mehr als 20 gehabt? Schreibt es mal in die Kommentare. Also wird wahrscheinlich kein Kommentar dastehen, denn 20 ist das Maximum. Wenn ihr dann ein Pokémon der Arena zuweisen wollt, steht da die maximale Anzahl an Arenen zugewiesenen Pokémon ist erreicht oder so. Irgendwas auf jeden Fall. Ihr könnt nicht mehr als 20 Arenen gleichzeitig besetzen. 20, also richtig genial. Habt ihr das Maximum schon mal erreicht? Habt ihr schon mal in 20 Arenen gesessen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Als nächstes möchte ich mal hier auf Schillernde gehen und wir gucken uns mal an, auf Funddatum, zuletzt Gefangene. Was haben wir beim Halloween-Event gemacht? Halloween-Event, ihr wisst, ganz neu gab es hier natürlich Makabar, ja? Der lustige Geist mit dem Gesicht in der Klammer. Das haben wir auch bekommen, noch am allerletzten Tag getradet. Oh mein Gott. Dann haben wir auch die Weiterentwicklung natürlich von Makabaya. Das Echnatoll haben wir auch jetzt mittlerweile auf dem Account auch getradet. Also ihr seht, der Ramses alleine kann der gar nichts. Dann auch wichtig natürlich das Pikachu, das Halloween Pikachu in Shiny haben wir auch bekommen, getradet. Pikaboop, das verrät schon, wo es herkommt, ne? Grüße gehen raus an Pupsi. 738, auch ein richtig gutes Level. Und dann habe ich mir extra für Halloween 4 neue Accounts erstellt und gesagt, ich habe noch Platz auf dem Handy. Ich werde mir nochmal 4 Accounts machen und werde die Halloween-Starter raiden. Jeden Tag mit dem täglichen Pass, mit dem freien Pass, einfach Raids machen. Einer Raids, das ist ja möglich. Die sind ja, also 5er Raids hätte ich damit eh nicht geschafft. Und mit dem großen wollte ich 5er Raids machen, mit den kleinen 9 wollte ich die 1er Raids machen. Und so hat es eigentlich nicht lange gedauert. Da kam plötzlich ein Shiny Glumanda mit Kostüm im Halloween-Event, was ich mir dann rübergegeben habe auf den großen Account. Dann gab es natürlich Bisasam als zweites, auch als Shiny. Leider ist es beim Traden dann Lucky geworden und ihr wisst ja, was ich davon halte. Nämlich gar nichts, also musste ich weitermachen und mir nochmal einen Bisasam gönnen. Hat dann auch geklappt. Hier seht ihr also nochmal ein Bisasam Shiny vom Halloween-Event mit Kostüm. Und als allerletztes haben wir dann auch ein Shiggy bekommen. Ein Shiny Shiggy, Halloween Shiggy mit Kostüm. Somit also alles bekommen, was es im Halloween-Event gab. Pikachu, Makabaya, Echnatoll, die 3 Starter als Shinies. Und ich habe mit dem großen Account wirklich von jedem Starter nur einen Raid gemacht. Und zwar genau den Raid, den ich im Video dazu gezeigt habe. Bin ja bei jedem mal hin, habe mal einen Raid gemacht, damit der Schatten weg ist. Ich die eingetragen habe, auch mit den Kostümen, dass ich ein normales von jedem habe. Und mit den kleinen Accounts eben 2 Wochen lang jeden Tag einen Einer gemacht und habe so eben alle Shinies bekommen. Die Rechnung ging auf. Ramses der Fuchs, ne? So müsst ihr das machen. Habt ihr auch alle Starter Shinies bekommen? Schreibt es mal rein. Und wie viele Raids habt ihr ungefähr gebraucht, um einen Starter in Shiny zu bekommen? Habt ihr Pikachu bekommen? Habt ihr Echnatoll? Habt ihr Makabaya bekommen? Schreibt es mal rein. Dann als nächstes haben wir, da möchte ich mal schauen, bei Darkrai, da gucken wir erstmal kurz zum Pokédex. Und zwar haben wir, das müsste das letzte Jahr hier sein, genau da, Darkrai, ihr seht, gesehen 13, gefangen 12, 1 ist also geflohen.
kann ja mal passieren. Und heute am 1. November kann man also noch einen Raid machen. Das wäre dann gesehen 14 und es war ja 14 Tage das Event. Ihr seht also, ich habe wirklich jeden Tag sozusagen nur einen Raid gemacht. Nur einen Darkrai Raid jeden Tag, nicht mehr, nicht weniger, weil meiner Meinung nach kommt das ja eh irgendwann wieder, ist dann auch als Shiny verfügbar und da hat man ja immer noch die Chance auf hohe IV, ein gutes, ein hundertprozentiges zu bekommen und eben auch Shiny, wenn man also beim zweiten Mal reincasht und 10 Stück am Tag macht, kann man das ruhig machen. Früher war das anders, da hat man in der ersten Welle, wenn was da war, man wusste das alles nicht, hat man immer 200 Raids gemacht, dann hat man sich geärgert, als es wieder kam, man musste nochmal 200 Raids machen, dass man das Shiny bekommt und man hat so viel Geld rausgeworfen eigentlich. Jetzt kann man also eigentlich in der ersten Welle immer ganz entspannt mit dem täglichen Pass seinen 5er Raid machen und wenn es dann zurückkommt, geht man eben auf Shiny Jagd. Bei den Regis ist es leider anders, die sind eben nur so kurz da, dass man fast schon gezwungen wird reinzucashen, wenn man wirklich einen Shiny haben möchte. 13 gesehen, 12 gefangen und wir gucken auch kurz in den Beutel, auch bei Darkrai natürlich, was da das Beste war. Ordnen es mal nach WP. Ihr seht, 20, 89 ist das schlechteste, 6 Stück habe ich auf der Hand behalten. Wir können ja die Bewertung auch mal andrücken. Hat zwar 3 Sterne, aber keinen guten Wert dabei. 20, 95, das sieht schon ein bisschen besser aus. 21, 3. Ich habe immer gesagt, ab 21 wird es interessant. Da ist auch KP schon auf 15. 21, 13, da habt ihr 14, 14 und 13. Das sieht also eigentlich richtig gut aus. 21, 20, das ist das zweitbeste, was ich jetzt auf der Hand habe, mit Angriff auf 15. Angriff war immer eigentlich der wichtigste Wert. Verteidigung auf 14, KP auf 13 und das höchste jetzt in der Raid-Stunde, glaube ich, bekommen. 21, 22, das hat 2 Werte auf 15 und einen Wert auf 13. Müsste also ein 96er sein, aber eben nur 13 Angriff. Deswegen die Frage an euch, wenn ihr eins davon pushen würdet, ich weiß noch nicht, ob ich es mache, würdet ihr aber das höchste pushen mit 2 Werten auf 15, das 96er, oder würdet ihr das 93er pushen, was nur einen Wert auf 15 hat, dafür aber eben Angriff auf 15? 172 Bonbons, da fehlt noch ein bisschen was, aber durch die Raids mit den Regis jetzt übers Wochenende, da werde ich ordentlich mitmachen, mitmischen, werde ich sicherlich wieder Sonderbonbons bekommen, einen ganzen Sack voll und dann weiß man, kann man das schon da rein pfropfen, auf jeden Fall nicht in die Regis, die braucht man wirklich nicht zu pushen, die sind allesamt schlecht. Das, da kann man mal eins hochziehen, mit 15 Angriff, wäre das eigentlich eine Überlegung wert oder das 96er? Schreibt es ihr mal rein, was ihr machen würdet, schreibt ihr auch mal rein, wie viele Darkrai Raids habt ihr gemacht, wie viele gesehen, wie viele gefangen, was ist euer Bestes und wie fandet ihr das Halloween-Event allgemein? Ich fand es schade, dass es keine halbierte Buddy-Distanz noch gab für die Bonbons, was ja sonst auch zu Halloween immer irgendwo dazugehört hat. Alles war natürlich verdoppelt, aber dass die Buddy-Distanz nicht, dass man da noch schneller mit dem Buddy Bonbons erlaufen kann, da ich auch gerade für Lichtel noch extrem Bonbons sammle, um mir dann eine Armee noch aufzubauen. Das ist aber egal, das kommt mit der Zeit. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Am Wochenende dann die kolossale Entdeckung, Regigigas, die Regis, ich werde die Spezialforschung machen mit Kamera, werde vor Ort sein, werde die Spezialforschung, die einzelnen Kapitel wieder zeigen, vorlesen, wir werden eine kleine Raid-Tour machen, wir wollen gucken, dass wir die 10 freien Pässe auch rauspulvern können. Auf die Medaille bin ich schon gespannt, auf die Avatar-Pose, ich würde mir ja nie eine kaufen, aber da gibt es eine gratis, natürlich auch den Einhallstein, wo ich dann vielleicht ein zweites Lichtel entwickeln werde oder eben das Grill Mack zu Grill Cheetah, das wäre ein neuer Pokédex-Eintrag, weil Skelabra haben wir ja schon gemacht, aber Skelabra wäre natürlich sinnvoll gegen die Regis auch, also da muss man wieder gucken. Außerdem gibt es am 1. November ja angeblich dann auch neue Feldforschungen und alles mögliche, aber bei dem Event dann auch wieder anders, also wir sind gespannt. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig, es geht immer so weiter, Niantic gönnt uns keine Ruhe und Panzer Aeron kommt ja auch noch als Shiny ab dem 1. November, aber erstmal stehen die 3 Regis im Vordergrund, denn ihr habt nur ein Wochenende Zeit, die zu raiden, die zu jagen, die als Shiny zu bekommen.
Schreibt mal eure Meinung rein. Habt ihr ein Ticket? Seid ihr dabei? Wie fandet ihr das Halloween-Event? Wie war eure Ausbeute? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.